Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von Factorio. Ja, wir haben letztes Mal hier Kupfer wieder zum Einsortieren gebracht, damit das Band leer wird. Ob das Kupfer alleine reicht, ist die nächste Frage, weil wir bräuchten auch rote Tränke oder müssten roten Tränke auch weniger haben. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage. Hier wird gar nichts produziert. Genau. Hier. Roboter, wenn sie überhaupt produziert werden. Hier rote Tränke. Und da grüne. Werden noch irgendwo rote Tränke gemacht? Ne, hier oben sowieso nicht, weil die laufen ja da unten lang. Kommt mir vor, als ob wir einmal zu viele rote Tränke hätten. Also da werden grüne gemacht, aber die kommen da gar nicht vorbei. Einmal rote Tränke macht so einen Stress. Und die grünen Tränke kommen nicht nach. Was fehlt denn hier, dass das da nicht klappt? Bänder. Gut. Und da hatten wir schon Bänder drin. Gut, okay. Legen die ab da, ne? Produziert er jetzt? Ja. Ich sehe nämlich, wo einer rausgepackt wird. Ah doch, jetzt. Da oben wird er gehalten. Kann aber nicht ablegen zurzeit. Doch, hat er geschafft. Gut, hier kommen aber keine an. Ja, dauert. Und dann müssen wir noch so viele Sachen haben. Gut, die brauchen wir. Dann können wir die auch einsammeln. Die packen wir gerade aufeinander. Dann haben wir schon mal 200 Kupferplatten. Die brauchen wir sowieso. Stahlträger brauchen wir auch. 31. Und ja, wir brauchen noch ganz viele andere Sachen auch noch. Stahlträger. Stahlträger könnten hier eigentlich gemacht werden. Aber die können ja gar nicht. Was sind das für eine, dass der das nicht kann? Der könnte es auch nicht. Interessant, ne? Der hat eben. Was hat der denn gemacht eben? Achso, hier. Ja, da kann das, was ich brauche, nicht machen. Brauchen wir ja was anderes? Auch nicht wirklich, ne? Ja, da müssen wir erst noch weiter forschen. Ja. Das ist alles das, was wir nicht zurzeit brauchen. Forschung läuft ein bisschen weiter. Kupfer wird immer noch rausgenommen, ne? Okay, wir brauchen natürlich auch Kupfer, so ist ja nicht, das haben wir ja festgestellt. Rote Tränke sind relativ viel. Die waren hier oben. Kupferplatten und Zahnräder. Die fehlt jetzt am Roboter. Und die konnte der nicht machen, oder? Nein, warum auch immer nicht. Falscher Dingens. Sag schon. Können wir. Wir können einen machen, oder? Nee. Eisenplatten, elektrischer Startkreise und eine Montagemaschine. Die Montagemaschine wäre hier. Die Montagemaschine wäre da. Schaltplatten sind da. Ich glaube, drei waren das, ne?
Und was braucht man noch? Müssen wir gerade gucken. Eisenplatten. 9 Eisenplatten brauchen wir noch. Die kriegen wir hier nirgends weg, die müssen wir da oben irgendwo herholen, ne? Ich weiß nicht, ob wir genug haben. Wir haben genug. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir die mal hier hin. Ja, ist da unten angekommen ja schon. Da stehe ich gerade im Weg. So, und dann produzieren wir dort Knickarmroboter. So, alles da? Nein. Die Eisenplatten fehlen uns da. Die werden hier nicht durchkommen. Oder? Was produzieren die hier? Gute Frage, ne? Da kommt gar nichts mehr an. Ist da irgendwas tot? Ah ja, der rechte läuft nicht mehr. Den weg und dahin und da muss ich näher, der muss dann dahin, dann läuft er und so geht er, oder? Funktioniert jetzt nicht oder was? Ach, ich glaube, wir haben ihn gerade falsch rum hingesetzt. Nee. Doch. Wo ist er? Hallo? Ach so, der hier unten, das ist klar. So, jetzt läuft er. Da ist noch ein Eisen, das nehmen wir dann mal gerade weg. Und das kommt da, geht gar nicht da, okay. Jetzt produzieren wir wieder doppelt so viel. Kohle würde zum Beispiel einer reichen. Und da oben auch. Wo geht denn das hin? So, was ist denn hier noch alles? Unsere Dampfmaschine ist das, ne? Zum Strom erzeugen. Läuft das oder läuft das nicht? Sieht so aus, als ob es nicht läuft, ne? Ah, doch, jetzt läuft's mal. Ich glaube, der brauchen wir gar nicht so viel, ne? Das meiste steht hier. Okay. Kommt denn hier unten was an? Ja, doch, da. Da läuft eine Platte durch. Das würde bedeuten, der müsste jetzt auch eigentlich funktionieren, ne? Aber da nimmt keiner ab. Läuft denn hier eine Eisenplatte vorbei? Irgendwie auch nicht, ne? Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Diese. Da kommt eine Eisenplatte. Wird aber hier schon abgefetscht. Munition. Ich glaube, das können wir auch ändern. Was braucht man denn hier so alles für? Grünes Signalkabel. Holzkiste. Fangen wir hier an. Da ist nichts, was wir brauchen. Das wäre ein Feuerturm, ne? Ein Dampfkessel. Hier ist nichts.
Das würde ich sagen, der bleibt erstmal außen vor. Es nimmt keiner hier was runter. Der nimmt runter, aber von irgendeinem anderen Band. Okay, da ist jetzt was reingetan worden, dass es läuft. Ah ja, jetzt werden da auch die entscheidenden Dinge reingelegt. Aber der Roboter kann nicht abgelegt werden. Auch schön, ne? Den hat er hier in der Hand. Das Band ist wieder zu voll. So, jetzt haben wir da mal was weggenommen. War jetzt wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Aber wir müssen fertig werden mit den Solarmodulen. Kommt da jetzt auch was an? Ja, der zweite läuft auch schon. Da kommen wieder ein paar grüne Tränke nach. Der erste hat gerade genommen. Da brauche auch mehrfach. Dann der zweite. Und jetzt kommen wieder keine. Ich glaube, es hapert definitiv daran, dass wir Tränke hier nicht produziert kriegen, ne? Der kann nicht ablegen. Wir haben hier noch so kleinen Roboter. Aber der schafft es dann auch nicht, ne? Oder schafft er es dann doch? Ich glaube, du lädst nicht dahin, ne? Kann er nicht. Dieser Pfahl wäre falsch. Und wir können den da vielleicht wegnehmen. Und den dahin bauen, wenn wir nicht im Weg stehen würden. Warte mal. Kann man aber auch geschickter einstellen, ne? Nämlich so. Und dann können wir dort einen da hinlegen. So, jetzt ist die Frage, was passiert. Ach so, er hat noch keinen Auftrag, ne? Grüne Tränke, ne. Grüne Tränke soll er gar nicht machen. Sondern Roboter sollte der machen. So, da kommen Teile für rein. Jetzt fehlen irgendwie Bleche. Jetzt kommt das erste Blech da gleich vorbei. Aber doch nicht. Ja. Ah, da passierte gerade was. Gut, wir können aber auch noch so einen da einstellen, ne? Dann geht das auch schneller vielleicht. Jetzt packt der beides rein. Und der packt raus. Und die beiden aber auch. So, und der legt dann auch ab. So, wir hoffen, dass jetzt besser läuft. Da ist wieder einer reingekommen von den grünen Tränken. Da ist einer unterwegs. Viele sind es ja nicht, ne? Grüne Tränke müssten es mehr sein. Aber jetzt gibt es ja wenigstens erstmal schon mal überhaupt welche, ne? Wieder einer. Der zweite kriegt da einen. Da, der kann ich ablegen. Der kann ich ablegen. Da ist auch voll.
Wie ist es, wenn wir da oben ablehnen? Geht das? Ja, das will er nicht. Oder doch, er will er schon. Wir sind noch zu weit weg, ne? So, jetzt geht's. Lass den ruhig da dran und den anderen auch. Und jetzt gehen die grünen Tränke da oben raus. Hier gehen die Roboter raus. Dafür fehlen aber viel zu viele Stahlplatten. Ich glaube, wir bauen ein Kohleteil hier ab. Und bauen da lieber hier eins auf noch, oder? Machen wir mal dahin. Förderband davor und los geht's. So. Funktioniert. Jetzt haben wir das gesteigert. Und das jetzt mehr Platten gibt. Aber es laufen ja auch schon drei wieder, ne? Das ist ja schon mal positiv. Und die Forschung ist gleich zu Ende. So. Grüner geht bis dahin sogar durch. Läuft ja fast schon der vierte. Okay, Forschung dahingehend weiter fertig. Ermöglicht Solarzellen, da brauchen wir 50 Stück von. Was haben wir hier? Fortgeschrittene Metallverarbeitung. Militärzellen, Kugelschaden. Ja, irgendwas davon müssen wir machen. Verteidigungstechnik. Ich glaube, wir machen das. Kugelschaden. Bullet Damage Bonus. Benötigt für Kugelschaden 3. Kugelfeuerrate. Kostet. Nehmen wir erstmal das. Verteidigungstechnik macht Eisenrüstung. Wir machen das. Kugelfeuerrate. Warte mal, da wird jetzt was geforscht, das. Die brauchen nur rote. Das ist ja cool. Da laufen wir alle, weil wir genug rot haben, ne? Müsste ja zack, zack fertig sein, oder? Ja. Gut, wir gucken mal gerade in der Kiste hier rein. Kupferplattenbäume. Ja, 400 schon. Und ja. Stahlträger müssen wir noch herstellen. Können wir das hier machen? Macht er gar nicht. Da liegt vielleicht noch ein bisschen anderes dran. Da kann auch sein, ne? Passiert nichts. Das geht. Nein, lass es laufen. Gut. Ja, grüne Tränke laufen jetzt sogar durch, ne, weil wir keine brauchen zurzeit. Brauchen nur rote. Gut, das heißt, die Forschung läuft zügig voran. Kriegen wir dann hin. Eben hatten wir Solarzellen, da müssten wir die jetzt erforschen können. Nur wo?
Da. Elektroschaltung fehlt uns da. Was macht er hier? Gar nichts. Kann der das? Nee, dafür braucht man einen blauen oder einen gelben. Aber dafür brauchen wir wiederum so einen, um den blauen herzustellen. Dafür brauchen wir noch Eisenplatten. Die holen wir uns gerade hier oben weg. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da brauchen. Ich nehme mal ein paar mehr mit. Kann ja nicht schaden, ne? So, da haben wir den. Und dann bauen wir den hier wieder hin. So. Und bauen Solarzellen. So. Die haben wir. Die geben wir da rein. Und die geben wir da rein. Und jetzt sollten die laufen, oder? Elektroteile zu wenig. 15 Stück für einen, okay. Da kommt jetzt kein einziger vorbei. Ach, die sind hier unten unterwegs, alles klar. Das würde bedeuten, wir stecken da noch so einen hin. Machen wir den mal da hin, weil da funktioniert der wahrscheinlich. Na doch, der kommt da durch. Wenn er bis dahin kommt, schafft er. Okay. Könnte sein, dass wir da jetzt die Produktion von Elektroteilen steigern müssen. Was ist hier drin? Kupfer macht er. Okay, das muss so sein. Den könnten wir gerade aber ändern, weil wir brauchen ja gerade keine grünen Tränke, ne? Dann könnten wir den dahin machen. Gut, und das klappt glaube ich auch. Mal gucken, wo baut er die denn ab? Ah, da oben hat es jetzt gerade geklappt, alles gut. Ja, sollte weiter funktionieren. Nehmen wir reichlich. Dann lassen wir noch drinnen, bis wir da immer 100 haben. Solarzellen, die müssten dann auch hier aussortiert werden. Ne, da sind wir falsch, da sind wir richtig. Gut. Läuft. Sobald da eine vorbeikommt, wird die eingeräumt. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.